Hallo zusammen, wir sind Drogisten und Drogistinnen. Ich bin Annika. Ich bin der Timo. Ich bin Allegra. Und ich bin Saraina. Wir gehen jetzt in die Produktion. Und wir gehen jetzt ins Kräuterhäuschen. Bis später. Der Vorteil ist sicher die Abwechslung, die man hat. Wir haben ja eine Drogerie, wir haben den Versand und wir haben auch noch die Produktion. Und eben in der Produktion geht man auch mal ins Labor, lernt Sachen herstellen, Salbe, Schäl, Kapseln. Dann im Versand tut man auch mal Päckchen verschicken und Rechnungen machen. Und dann in der Drogerie tut man dann selber eben beraten, bedienen, mit den Kunden zusammenarbeiten. Wenn ein Kunde in den Laden kommt und eben erzählt, dass sie ein Schlafproblem hat, dann mache ich verschiedene Urtinkturmischungen aus verschiedenen Heilpflanzen wie Baldrian, Melisse, Passionsblume. Einfach so darum geht, dass man gut einschläft und durchschläft und beruhigend wirkt, damit die Kundin auch in der nächsten Nacht besser schläft. Das Schöne ist, dass wir sehr viel Lärm wieder sind. Es wird einem nie langweilig, wir sind immer lustig zusammen. Und der Austausch mit Gleichaltrigen finde ich auch sehr wichtig. Man übernimmt früher schon viel Verantwortung. Man hat eigene Aufgaben, die man erledigen tut. Und es wird einem viel Vertrauen geschenkt. Neben dem Drogeriealltag sind wir auch noch an der Herbstmesse und am Weihnachtsmarkt. Wir bieten Degustationen anbieten und es gibt immer etwas zu probieren. Natürlich hilft auch einem selber das Wissen etwas. Man kann sich selber immer rundum verpflegen, wenn es einmal nicht gut geht. Wie schau du die Lehre an so einem tollen Ort machen? Dann bewirb dich jetzt zum Kräuterhäuschen.